Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind wieder mit dem Void Knight vom letzten Part unterwegs und haben natürlich noch ein paar Sachen zu erledigen. Hier vor allem Shining Grove. Nicht vergessen, das Portal noch zu machen. Der Strand, der korrumpiert wurde in der Zukunft. Genau, da R drücken noch. Noch ein bisschen mehr Schaden machen. Und bei diesem Skill, Intentional Dancing, so das, geht das Leben verlieren gar nicht. Also, MP Meral Stance. Geht das, bleibt doch drauf. 7% of your current health, wenn you use your skill, nicht. Ich glaube, Mana-Kosten gehen auch nicht nach oben, also der ist noch Hidden OP wegen Verbucktheit. Verbucktheit. Und deshalb sind wir auch nicht so extrem in Problemen verwickelt. Also, der... Ja, 1931 Schaden oder wie das war. Ja, liegt jetzt einfach an den schlechten Gegnern natürlich auch. Aber der Schaden lässt sich noch sehen, der wird natürlich noch weit hochsteigen. Die Stärke von diesem Bild ist ja eigentlich, sind ja eigentlich die Spiegelbilder, Echos und das eine andere. Gar nicht sagen kann, weil ich es nicht mehr so gut weiß. Ja, Future Attack, also die Zukunftsattacke noch, ist ziemlich gut. Also, ja, wenn ich das so optisch auch gut sagen kann. Ja, man sieht es ja kaum. Aber Echo wird vor allem sehr, sehr gut, auf verschiedene Art sehr gut. Ausführbar, also oft ausführbar. Ist ja auch eine Proc-Chance dabei. Eine prozentuelle Chance. Und ja, das ist eigentlich ziemlich gut. So, nach diesem oder nach dem nächsten Part werde ich dann auch noch live streamen heute. Also schon ein bisschen früher, als ihr das Video seht. Dann bin ich auch wieder ein bisschen weiter, weil wir müssen sehr, sehr viel grinden und das werde ich dann machen. Also ich werde einfach mal die Akte fertig machen, das geht relativ schnell, denke ich mal, weil wir so Hidden OP sind, also ungewollt OP sind. Und dann haben wir im nächsten Part auf YouTube dann natürlich, also ich sehe die Parts von Livestream natürlich auch, aber in den richtigen nächsten Let's Play Part werdet ihr dann auch ja, schon ein bisschen Bild sehen können. Das ist einfach, dass ich ein bisschen schneller vorwärts komme. Sonst zögert sich das so lange. Dann seht ihr auf hunderte Parts wahrscheinlich, bis ich die Set-Items gefunden habe, die zwei fehlenden. Also es gibt nur drei und ein Set-Item habe ich, das violette Shield für den Void Knight. Dann werde ich eventuell die tragen, aber eventuell muss ich das gar nicht tragen, weil dieses mega geile Schwert einfach natürlich. So stark ist es, dass das Set eigentlich das nicht toppen kann. Vom Damage her und von der Defensive her. Vor allem wegen der Void Penetration. Das gibt es ja nicht oft. Ich glaube, das finden wir auch so gar nicht. Ist natürlich, dann natürlich optimal, das Schwert zu tragen. Weil, ja, viele Gegner natürlich ein bisschen empfindlicher dafür. Der Damage ist ja schon recht hoch genug, also jetzt momentan für die Gegner hier. Ja, und eben, ihr seht es ja, also es ist ein recht flotten Bild. Es ist genau der Bild, der bei Diablos oder Frenzy Bar war, oder so. Es macht einfach mega viel Spaß. Also es ist ein Bild, der einfach, ja, so genau das zeigt, was man eigentlich will, Action. Genau, das ist jetzt dieses Gebiet mit den zwei versteckten Kisten. Ich werde sie jetzt mal nicht holen.
Weil die Gegner brauchen hier sehr lange, weil die sehr resistent sind gegen Void Damage. Das Gebiet werde ich dann später noch ein bisschen grinden, weil eventuell finden wir die Items ja hier. Set Items. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen im Dingstens machen. Ja. Also ihr seht, ich kann den fast spammen. Das ist eigentlich auch unglaublich gegen Boss. Also sie sind schon ein bisschen zäh noch. Aber da man eigentlich immer wieder sehr gut reagieren kann auf den vielen Damage, die Bosse einfach machen, ist es natürlich klar, dass wir das immer ab und zu einsetzen. Also nicht wegen dem Leben, weil wir Leben bekommen, aber einfach wegen dem Boost. Also der Attack Speed ist natürlich noch nicht geskillt. Einfach so ein bisschen, ja, vielleicht Angriffen ausweichen. Auf Cooldown halten. So Sachen. Genau, da haben wir ein paar Sachen, die wir ja, einfach mal gefunden haben für andere Sentinel-Klassen. Aber den muss ich jetzt zum Beispiel hier rein tun, weil ich kein Paladin spielen werde in nächster Zeit vielleicht. Also es ist meistens so, dass man natürlich ja, eben von den anderen zwei Klassen die Sachen findet, oder? Ich werde vielleicht noch ein bisschen Forgeguard unskillen wegen Strange. Aber sich hier skinnen soll, weiß ich nicht. Also, ja, Blockchance und so möchte ich jetzt nicht nehmen. Ich bin ja auch defensiv. Also, ich habe dann das Schild, dann nehme ich natürlich Blockchance. Vielleicht das Armor. Oder das Hit Damage runter. Also, es gibt keine Punkte, die ich jetzt unbedingt hier brauche. Inquisit Armor. Und da dieses Standard Vest. Und dann Health Guardian, genau die drei. Vielleicht noch nehmen und hier oben eventuell dann noch. Ja, okay, da muss ich wirklich nur das nehmen. Dann nehme ich bei Sentinel sicher noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel das mit dem Schwert hier. Ja. Wird wahrscheinlich keine Keule sein, also deshalb dann der Attack Speed holen. Genau, okay. Dann haben wir hier eben den Weg weiter zum Aktboss des fünften Akts. Ah, jetzt haben wir die. Okay, jetzt haben wir nochmals das eine Idol-Slot. Wir mussten es hier abgeben, ist klar. Aber weil wir da eine Quest ausgelassen haben, haben wir das nicht gemacht. Also die Quest gemacht haben, aber die Belohnung nicht abgeholt haben. Ja. Dann haben wir hier irgendwo. Poison per Hit, alles dann Duration. Und jetzt müssen wir das einfach umändern auf so, und dann haben wir noch das andere. Ja, machen wir das einfach so. Okay. Jetzt haben wir natürlich viel mehr Void Damage. Ich weiß nicht, ob es optimal natürlich ist. Ich finde irgendwie Poison ist natürlich auch nett, das zu haben, aber es wird natürlich sehr schwach sein. Schade, dass wir kein Void und Glancing Blow auf einem Teil schon gefunden haben. Das ist wahrscheinlich möglich. Können wir aber nicht so sagen. So, jetzt haben wir hier voll. Jetzt haben wir 100% bei jedem Schlag mit Fortress Strike einzusetzen. Ich verstehe immer noch nicht, was das ist. Das ist Echo gewesen. Fortress Strike ist nicht sehbar. Also, eventuell, dass wir einfach zweimal Schaden machen mit einem Angriff. Dass es optisch nicht zu sehen ist. Keine Ahnung, ob das verbuggt ist bei Violenz. Benegänze.
Diese Namen sind so schwer im Englischen. So. Ja, Skorpione sind natürlich ein bisschen zäh. Nicht so viel aus kann man diesmal. Es kann schon sein, dass man einen Schlag macht und dann einfach noch der Weltschaden dazu. Das kann sein. Das machen wir auch manchmal so richtig viel Schaden. Aber eventuell kann es auch verbockt sein. Ich weiß es nicht. Ah ja, hier wollte ich ja noch. Okay, machen wir das nächste Mal. Da oben, Cast Speed nehmen. Also, Attack und Cast Speed. So, da müssen wir rechts. Ich möchte jetzt auch wieder ein bisschen vorwärts machen. Aber seht ihr, ich kriege irgendwie immer. Ist das jetzt der Schrein? Ja, okay. Dachte ich mir schon. Ja, jetzt kriege ich nicht mehr so oft. Das ist mir wenig. Ich will ja nicht ein Crit-Bait machen. So, hier haben wir doch gesagt, machen noch den Attack Speed hoch. Und dann hier zwei noch rein, genau. Ja, Attack Speed ist natürlich schon wichtig. Ist ja auch blöd, wenn wir natürlich immer so lange brauchen, bis wir geschlagen haben. Das Bild aber ist recht auch optimal so. Also, ich habe jetzt nirgends Probleme feststellen können. Sicher eine bessere Skillung, aber die müsste noch mehr OP sein. Vielleicht gehen ja viele auf Blocken, aber mit zwei Handwaffen zu blocken ist eigentlich sehr ineffizient. Also es geht schon, nur ja, da verlierst du halt viele Punkte, die du einfach in Attack Speed und so Sachen verwenden möchtest. Attack Damage oder. Hey, kannst du dann gar nicht so viel Echo nehmen. Ist jetzt momentan halt nicht so, ja, zu sehen. Der W ist halt noch nicht so weit, dass er wirklich besonders ist. Ist einfach ein ganz starker Angriffs Schaden machen. Dieses Time Root Chance möchte ich noch nehmen. Ja. Das ist halt eben sehr stark, 15% per Punkt. Das Blocken brauchen wir nicht. Aber ich würde jetzt sogar zuerst gar nicht das nehmen. Also es ist erst später dann skillen. Weil wir jetzt eigentlich nicht so viel Schaden brauchen. Wir wollen ja eher den Skill nochmal so ein bisschen buffen mit der Stärke. Ja, nehmen das lieber so. Sonst bin ich natürlich dann wirklich extremst stark. Schade, da haben wir jetzt wieder einen Raum, der Sackgasse ist und eine Truhe besitzt. Ich wollte eigentlich Truhen holen. Das ist schon ein bisschen verwirrend, dieses Gebiet. Also eigentlich müssten wir jetzt hier. Ah, hier ist ja der Weg nach rechts. Ja, habe ich schon ein bisschen übersehen. Okay, das ist klar. Dass man den nicht sofort sieht. Also ist ja gut, dass wir da zwei oder drei Schatzkisten gefunden haben, diesen Dungeon. Nur eben, die Schatztouren sind einfach nichts mehr wert, dass die Uniques da noch oft gedoppelt sind. War es wirklich toll, das zu finden. Also eine Schatztour zu finden. Aber das haben sie jetzt eigentlich damit eliminiert vor ein paar Patches, glaube ich vor zwei Patches oder so. Ist das also rausgenommen worden. Die Motivation, die Kisten zu finden, ist einfach gegen Null gesunken. Sie doppeln manchmal schon gut, aber das ist viel zu wenig oft. So, hier haben wir gesagt, gehen wir eigentlich darüber auf. Ja, per Dexterity ist ja nicht so. Wann bekommen wir Initiative?
wenn wir nur benutzen. Also machen wir Protections natürlich hin. Natürlich sehr wichtig. Ich dachte, das sei nicht so stark, aber da wir das immer wieder einsetzen, wenn wir Lunch einsetzen, dann haben wir natürlich schon immer einen guten Buff. Ist ja auch richtig, so Resistenz. Weil, ja, das meiste ja negiert ja prozentuell an unserem Bild, vor allem bei Renegades, die Nots, prozentuelle Ding, und das können wir eigentlich sehr gut buffen damit. Weil wir eine recht gute Grund, wie sie auch haben, die Items. So, der war auch kein Problem, der hat ja mit vielen Bits eigentlich sehr viel Schaden gemacht, weil er so gute Boss, rare Gegner Mods hat. Und ja, wir haben das eigentlich sehr gut aus. So. Jetzt fragt sich eben diesem Gebiet mit den physischen resistenten Gegnern, ob wir da wirklich viel Schaden machen, weil wir ja Void Schaden hauptsächlich machen. Sicher. Also besser als diese Aktion auf jeden Fall, aber die Gegner haben natürlich mehr Leben. Es kann also wirklich sein, dass wir da schon noch ein bisschen Probleme haben werden. Danke, dass du da das nicht attackieren lässt. Ja, seht ihr, ich muss ja nicht mal um die Gegner kümmern, ich bin schon so zäh. Hauptsache noch ein bisschen Loot mitnehmen, der einfach auch nicht zu lohnen, es wird jetzt natürlich in diesem Teil. Platten. Ah, ist Poison Charm. Es ist schön, dass wir mit einem Schwert angreifen können, sonst sind es ja immer Polearms oder Hammer, die recht stark sind. Das ist das einzige Zweihandschwert eigentlich, das unique ist und stark ist. Also, es gibt's nur das, oder es gibt nur ein Schwert, und das ist das Schwert. Der eine ist ja ein Hammer. Ja. Okay. Ist schon schön, also mir gefällt der Beat sehr. Also es ist auch nicht so Brain AFK, AOE-Schaden. Es ist schon Brain AFK, weil wir so viel aushalten. Nur, es macht viel mehr Spaß, so zu kämpfen, als mit Flächenkills, Skills, also Flächenattack-Skills und so. So, jetzt bekommen wir ja den Schaden über, weil das Gift hier so mega stark ist. Gehen wir in die Zeit zurück immer wieder. Ja, und jetzt ist er auch schon wieder down. Also hat am Anfang so, es hat so am Anfang ausgesehen, als würde er echt viel aushalten. Aber dadurch, dass wir da diese Sachen eingesetzt haben, ist der Schaden natürlich schon stark in die Höhe gegangen. Und durch diesen Buff haben wir natürlich auch, durch diesen Schrein-Buff ist natürlich alles ein bisschen viel einfacher gewesen. Gut, aber der hat einfach zu viele Resistenzen. Die Entwickler müssen bei diesem Gegner die Resistenzen natürlich runterdrehen. Es geht sonst nicht, immer so lange mit diesem Boss beschäftigt zu sein. Und der kommt zweimal, stellt euch mal vor. Aber endlich geht das Leben nach oben. Ah, bin ich glücklich. Jetzt doch schon so weit zu sein mit diesem Bild. Hm. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt live streamen kann heute, weil der Kollege möchte natürlich auch noch Roblox Studio Spiele und Minecraft, könnte man eigentlich da schon recht gut ja, den Bild dann nicht ins Endgame bringen. Das Problem ist ja, wir haben einfach keine Items für diesen Bild. Ich habe ja noch nicht oft den Sentinel gespielt. Seht ihr, ich kann alles recht gut tanken, nur andere Builds einfach viel zu viel Probleme machen.
ist ein bisschen versteckt, aber man sieht, dass er OP ist, der Bild. Dann bin ich glücklich, weil ich ja schon ein bisschen Game-Probleme habe, dass ich so wenig zocken kann. So, also nur 3 Tage zu zocken und ein paar Folgen einfach aufzunehmen, weil ich jetzt nicht gerade immer zum Aufhören komme, weil kein Waypoint in der Nähe ist, mache ich immer ein paar mehr Parts, weil ich auch nicht so oft zum Zuge kommen und aufnehmen kann. Ich tue ja so viel Fußball spielen und trainieren, habe natürlich nicht immer die Kraft. Merkte ich auch heute, ich konnte aber nicht länger livestreamen. Ich hatte ja auch noch Termine. Naja, ist ja klar. Schwer beschäftigt der Mensch ist. So, einfach weiter stärken. Und ich nehme jetzt mal ein bisschen Void Damage, weil das ist natürlich ein bisschen stärker. Also den Ding haben wir genommen, ja. Ja, da unten ist natürlich wieder ein Schrein in der Sackgasse. Aber immer noch der Schnelligkeitsschrein. Also, die sind meistens in Sackgassen. Wenn man natürlich wieder schnell rauskommt aus der Sackgasse. Also was ich jetzt eigentlich mit diesem Bild will, ist einfach farmen. Ich muss jetzt nicht so lange immer wieder an Gegnern suchen, also wirklich die Gebiete machen, die ich auch will, weil sie recht schnell machbar sind. Und will ich natürlich auch mehr in solchen Gebieten, also ja, eben eine Charakterklassen haben, die schnell killen kann, auch in guten Gebieten. Und so, ja, habe ich jetzt auch Lust, wirklich ein Leistungs mal wirklich zu grinden. Jetzt werde ich vielleicht nicht so spannend sein wie die Let's Play Parts, klar. Und ja, auf Twitch ist halt nichts los in Sachen Last Epoch. Also wirklich gar nichts los. Bei YouTube ist viel mehr los, also viel mehr Guides und so Sachen. Aber ich mache ja auch bald Guides, weil eventuell, also wenn ich jetzt wirklich sage, ich kann euch etwas für das Endgame zeigen, mache ich natürlich auch wieder mehr Guides. Ich habe ja irgendwie so 1 oder 2 Guides gemacht, die jetzt gar nicht so letztlich wahrscheinlich waren für die Leute, aber halt einfach so ein bisschen, ja, mit Casual Player Wissen gebraucht haben. Das Craften zum Beispiel und irgendwie so Gegenstände finden, Verstecke finden, glaube ich, ja. Oh, schon ein bisschen älter ist. Also. Ja, ich denke, jetzt sind wir in einer Region, wo wir sagen können, wir machen jetzt mal einen kurzen Schnitt im Let's Play. Weil ihr merkt vielleicht, ich komme halt wirklich ein bisschen zu schnell dann wieder in eine Szene, wo man sagt, jetzt, ja, ich kann nicht mehr weiterspielen, weil ich nicht grinden möchte, außerhalb vom Let's Play Part und dann immer die ganze Zeit extrem lange an einem Charakter zu bleiben, bin ich ja lieber einer, der wirklich dann auch unterschiedliche Charakterklassen zeigt und nicht euch elend langweilt mit dem gleichen Bild, der nicht weiterkommt, weil er zu schwach ist oder so. Und dieser Bild, ja, das sieht man, der hat einfach Potenzial. Also, wir sind jetzt stark, wenn wir dann Echo haben, sind wir sowieso sehr schnell am Angreifen. Und wir bekommen ja auch noch Attack Speed, Movement Speed, alles über. Der Beat macht sich. So, wenn aus Elterson uns plagen wird, sind wahrscheinlich ja die Stun-Gegner und so weiter. Vielleicht auch die One-Hit-Killer. Extrem Verteidigung haben wir ja nicht. Also was uns fehlt, ist einfach blocken. Ich muss irgendwie das Blocken auch noch dazu bekommen, klar. Mal einfach Nodes, die jetzt nicht so gut sind, die raushauen. Da brauche ich aber wahrscheinlich ein bisschen Skillhilfe. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal in einem Livestream dabei sein. Wenn ihr euch mehr auskennt, ein bisschen helfen oder ein bisschen mit uns diskutieren. Was könnte denn stärker sein? Schild oder Schaden? Ja toll, du machst wieder Crit-Schaden. Ich
habe dort die Kugel gesehen, die war nicht voll. Ja, ein krasser Schaden, ist ja klar, und Sinter Aura, ist klar, das ist stark. Aber Reviews muss wirklich nicht an jedem Gegner sein. Das ist doof. Sich wegen Unachtsamkeit dann nochmals. Ja, ich muss unbedingt Armor nehmen. Ich brauche keinen Mann. Es sind immer nur die Kills von Gegnern, die irgendwie unaufsichtlich wieder auftauchen oder einfach von weitem schießen und so. Tote sind bei mir gar nicht oft wegen Selbstverschulden. Das ist das Doofe, weil ich will ja nicht irgendwie sterben, wenn ich nicht will. Also wenn ich nicht sehe, dass ich sterbe. Ich will sterben, wenn ich jetzt wirklich einen Fehler mache oder so. Okay, das war ja auch fast ein Fehler. Ich wollte den Gegner ja töten, aber das ist natürlich viel zu stark. Es hat viel zu viel Ding gehabt. Schaden gemacht. Habe ich zu wenig Zähigkeit, weil ich die Buffs nicht mehr hatte von Vernegans. Ach, das ist ja auch doof. Aber so ist es, das Game Nerf halt noch ein bisschen. Diese Tote wären vermeidbar gewesen auch. Nee, aber die Gegner sind halt im Schnitt einfach zu stark. Man ist jetzt in einem Gebiet, wo der Schaden der Gegner extremst in die Höhe gehen. Wenn die natürlich das eine nicht skillen können. Ja, und jetzt auch nicht unbedingt schon sehr viel skillen wollen, weil wir noch bessere Nuts haben. Aber das Problem ist, wir einfach sterben. Ja, tief, einfach Nahkampf auch. Von allen Schaden eben. Gegner natürlich sehr unfair für Nahkämpfer sind. Das muss alles noch genervt werden, also einfach gebalanced werden. Das ist klar. Und schaut, die machen auch so Dornenschaden. Ist halt auch so, dass man ja im Nahkampf natürlich viel mehr Schaden bekommt. Ich weiß aber nicht, was die Entwickler wollen. Also nur noch Longshot AOE Builds zu machen. Ist ein bisschen komisch, weil ich mag meistens die AOE Skills gar nicht. Ist für mich immer so eine Art, ja, Lächerlichkeit. Das lächerliche Ziehen. Der Angriff Speed ist jetzt auch schon sehr stark. Durch diesen einen Angriff, aber ich muss ihn mehr kanalisieren. So, das wäre ja ein ziemlich gutes Ende hier. Mache ich gleich mal. Livestream, denke ich mal. Okay, das Level habe ich ja jetzt. Also, okay. Nein, nein, es ist das andere, das ich nehmen wollte, das hier. Time Root. Bei Time Root sieht man das hier. Macht einen Debuff Attack und Cast Speed um 50% reduzieren und Stun Duration um 25% erhöhen. Und tut Void Damage over Time. Das ist sehr nett. So, jetzt gehen wir noch kurz zurück natürlich. Ja, einfach die ins Time. The End of Time. Jetzt haben wir doch ein paar Sachen noch. Das erste Mal die Schuhe. Ist ein stärker? Sind die stärksten der Schuhe? Nochmal vergleichen. 30, 30, 30, 27, 27, 46. Stärker. Ja, dann finde ich natürlich noch die. Die anderen können endlich weg. Das ist ja doof. Ich tue nur die Beast King Äxte. Grinden. Ja, sammeln. So, also ihr seht, von den Units, die ich gefunden habe, gibt es kein Schwert. Das habe ich ja da mit der Bombard erzählt. Ich habe vielleicht ein oder zwei Unique-Zweihandwaffen noch nicht gefunden. Aber ein Zweihandschwert gibt es einfach nicht. So, dann als weiteres haben wir hier auch
Diese Wingards. Damit ich keinen Crit mehr mache, leider. Aber einfach damit ich einen guten Attack Speed habe. Dann haben wir hier. Ja, Vitalität in Glancing Blow. Als nächstes hätten wir noch. Eigentlich haben wir ja da noch die einen. Ich weiß jetzt gerade nicht. Genau, ah ja, genau. Der Helm ist ja besser, den wir tragen. Ja, also die 7 Increased Damage Taken sind natürlich schon schlimm. Vielleicht sind die dort deshalb auch gestorben, dass sie so schnell Schaden erlitten haben, dass ich das nicht mehr retten konnte. Ja, also. Ich weiß ja nicht. Mir fehlen einfach die Items. Ich kann jetzt wirklich da nicht viel verstärken. Noch. Eben dieses Schild, da hat noch zwei Setteile, die wir noch nicht gefunden haben. Bei Time Root Effekt wird noch verstärkt. Und Void Damage wird nochmals verstärkt. Auch die Chance, Time Root einzusetzen, ist noch verstärkt von Weißen. Ja. Gut. Dann können wir leider nichts verstärken. Sehen einfach noch an Items. Gut. Dann Level 45. Ja, brauchen wir noch 6 Levels. Okay. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.